Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben hier im Canyon mit zwei Drachensnappern. Mit denen habe ich ja schon im Minental sehr lustige Erfahrungen gehabt. Ah, na klasse. Was? Na klasse. Ne? Genau, sowas meinte ich. Sowas meinte ich. Damit habe ich ja im Minental schon ausreichend Erfahrungen gemacht. Wobei ich gerade nicht weiß, warum der erste Zauber fehlgeschlagen ist. Das finde ich gerade sehr seltsam. Aber gut. Machen wir es mal so, von hier aus. Vielleicht nicht auf dem Stein. So, erst einer. Dann der andere. Sehr schön. Und dann Blitzig Find. Ah, hätte ich vielleicht sogar direkt machen können. Jetzt fehlt mir natürlich das Mana. Oh Gott, Mana, schnell. 75 sollten reichen. Zumindest für zwei. Den Rest kriege ich doch physisch hin, oder? Das wäre doch gelacht. Na komm, das bisschen, siehst du mal. Das bisschen, das geht auch so. Okay, also. Wie immer. sollte ich mir vielleicht merken, dass ich maximal zwei Drachensnapper auf einmal mich mit zwei Drachensnappern auf einmal maximal anlegen sollte. Aber gut. Das wusste ich ja eigentlich schon, so ist es nicht. So, 150 Mana, oder? Ja, passt schon. Fehlen mir 5. Ist okay. 5 ist okay. Wenn mir 10 fehlen, dann drücke ich den Grog. Hehe. Oder was? Was? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es Grog war oder ein Schnaps oder so. Keine Ahnung. Irgend sowas. So. Gut, jetzt mache ich erstmal hier oben alles platt, damit ich hier nachher nicht auf dem Rückweg in irgendwas reinrenne. Ich reinlaufe. Ist hier noch was? Irgendwas, was mich angreifen könnte? Nein. Sehr gut. Gut. Hier kommt auch nichts hoch. Dann bleiben hier eigentlich nur die beiden Wege nach unten. So, da hinten drin scheint nichts zu sein in der Spalte. Ein Feuerwaran. Schau mal einer an. Zwei sogar. Ups. 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 Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ah, blödes Zielsystem. Hä, was ist das? Oh, hey, wow, das ist neu. Kann ich doch gar nicht. Fällt mir. So, das ist blöd gelaufen. Was immer ich da getan habe, ich habe keine Ahnung, was es war. Oh mein Gott. 309, genau. Und dann noch 2. Jetzt sind wir bei 440. Und dann noch 2 hier. Ach komm, ey. Ich habe so viel von dem Zeug. Ich esse einfach mal 5. Na, ich sagte, ich esse 5 davon. So. Und eigentlich kann ich das Ganze auch beim Mana machen, weil die kleinen Tränke werde ich mir eh nicht brauen. Die mittleren wahrscheinlich auch nicht. Wenn überhaupt, dann nur die großen. Also ich futter jetzt hier einfach mal fleißig. 105, da fehlen mir noch 90. 90 ist aber blöd. Aber 75 kann ich auffüllen. So. Gut, jetzt da ich weiß, dass da unten Feuerwaran steckt, nehme ich direkt meinen Blitz in die Hand. Und nicht das Eis. Weil dann muss ich nicht umwechseln. Nicht rüberwechseln. Weil das Eis macht jetzt zwar ein bisschen Schaden, aber es frieden ja nicht ein, leider. So, Feuerwaran. Und Drachensnapper. Sehr schön. So, ich brauche, glaube ich, 4 für den Drachensnapper. Das reicht also gerade nicht. Oh, ist mal so. Das sollte reichen. Für den Drachensnapper da hinten. Na, komm her. 1, 2, 3. Und weil ich es wieder vergessen habe, schaue ich nochmal eben nach. Der Blitz kostet 30 Mana. Ich brauche so 90 Mana für einen Drachensnapper. Und die habe ich gerade nicht mehr. Jetzt aber. 105. Sehr schön. Nichts zu holen. So, die haben nichts zu holen. Wie immer nichts dabei. Da ist nichts zu holen. Genauso wenig wie die Feuerwarane. Ich gucke trotzdem immer gerne nach. Sicher ist sicher. Vielleicht hat er doch mal einer plötzlich irgendwas. Könnte ja sein. Oh mein Gott. Ah, da sind 2, oder? Das sind sogar 3. Ups. Das ist nicht gut. Ja. Dann machen wir das eben so. Ich habe ja
Hier lecker Eisblock. Beziehungsweise... Ja, doch, ich mache einen Eisblock. Sogar drei Eisblöcke. Haha. Und dann... Ich habe meinen Mana schon ausgewählt, passenderweise. Und wie gesagt, hier reichen zwei Blitze und den Rest nicht physisch machen. Na, komm her. Brauche ich mich noch genau einen Schlag. Und das ist es. Nichts zu holen. Mir dann irgendwie doch nicht wert, hier 30 Mana auszugeben für den einen Schlag. So, hui. Ich muss ja sagen, ich komme hier gar nicht mal so schlecht voran. Ich hätte da Schlimmeres erwartet, um ehrlich zu sein. Wie mache ich das? Ja, so ist gut. Dann 50 und dann nochmal 100, genau. So, ich fürchte, diese Folge und die paar nächsten, die werden so ein bisschen langweilig sein, weil ich einfach durch die Gegend streife und einfach nur trainiere. Ich könnte das Ganze in einem Zeitraffer vielleicht machen, ohne Kommentar, einfach durchspielen und dann vielleicht drei oder vier oder fünfmal so schnell einfach abspielen. Oder ich mache halt wirklich einzelne Folgen draus, die ihr dann anschauen könnt. Schreibt mir in den Kommentar, wie ihr das lieber habt. Also die hier bleibt auf jeden Fall eine ganz normale Folge. Da werde ich jetzt nichts Besonderes mit machen. Aber wenn ihr wollt, dass ich das ganze Trainieren so ein bisschen straffe, dann kann ich das gerne tun. Müsst ihr mir aber nur Bescheid sagen. So, hier war ich überall schon, das weiß ich doch. Da war die Schatztruhe von, wer war es denn, Francis, glaube ich. Ne? Den ich dann erpressen musste damit. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was das genau war. Warum ich das gebraucht habe. Irgendwie war der vor Gregs Hütte oder so. Ach genau, da wollte mich nicht reinlassen. Und dann musste ich rein, hab mich dann erpresst. Und dann hat er mich reingelassen. Und dann war Greg da. Stimmt, so war das. Ja, sehr schön. Nun gut. Ich bin hier schon relativ weit. Wie gesagt, das läuft erstaunlich gut. Bin ich blöd? Kann ich nicht zählen? Sieht so aus. Ich kann nicht zählen. Oh, komm schon! Ich kann dich nur nicht zählen, ich kann auch nicht zaubern. Klasse. Naja, gut. Dann machen wir das halt mal eben so. Einmal du. Einmal du. Hey! Das war fies. Und dann kriegt der andere Nummer 2 Blitze ab. Ich muss ja eh warten, bis der Drachenstepper auftaut, mehr oder weniger. Weil ja der Eisblock nicht so auch noch Schaden macht. Und bevor der Eisblock fertig ist, brauche ich mehr als einen Schlag dafür. Nicht so. Von daher. Hat es jetzt hier keine Hektik gehabt, hier irgendwie schnell runterzurennen zu dem hier. Naja. Wisst ihr was? Ich werde eh nicht Alchemie betreiben. Weil es aber noch so viele Tränke zu kaufen gibt. Naja, das sage ich jetzt. Schauen wir mal, ob es wirklich stimmt später. Okay, vielleicht soll ich lieber doch ein bisschen sparsam mit den Pflänzchen sein. Aber ich glaube, die Pflanzen selber kann ich auch nochmal kaufen, ne? Bei Zuris. Und bei dem einen oder anderen Magier. Ja, ich glaube nicht, dass das ein Problem wird. Ich glaube nicht, dass man das Spiel nicht als Magier durchspielen kann. Das wäre doch arg blöd. Gut, bevor ich jetzt da zu den Orks nach hinten gehe. Ja, guck mal, Feuerwache alle. Zwei Feuerwarane abschlachten. 125, das heißt, ne? Exakt 75 und 50, sehr schön. Wobei, gibt es denn hier neue Orks? Ich weiß es gar nicht. Ich schau einfach mal. Es gibt auf jeden Fall noch die Bibliothek da. Ah, ein Troll. Oh, wow, ein Troll. Apropos Troll, ich bin doch auf dem 6. Kreis der Magie, genau. Das heißt, ich kann Monster schrumpfen lernen.
Ich glaube, Monster schrumpfen ist gar nicht mal so blöd, weil damit kann ich auch Dämonen verkleinern, oder? Müsste funktionieren. Und wenn der Dämon dann kleiner ist, soweit ich weiß, werden alle Resistenzen durch 10 geteilt. Das heißt, ich kann dann nicht nur mit dem Troll es aufnehmen und mit irgendwelchen Drachen vielleicht sogar, sondern auch mit einem Troll. Ja, ich glaube, das gefällt mir. Ah, und ich brauche ja gar nicht mehr so viel Erfahrung, ne? 11.000 knapp. Nee, gute 10.000, so rum. Das war potenziell Mana-Verschwendung. Aber eben auch nur potenziell, weil da ist noch ein zweiter. Potenziell. Na. Nein. Ich verbiete dir, mich zu töten. Aber ich erlaube mir, dich zu töten. Haha. Gut. Schauen wir mal, bis da oben da auftaut. Vielleicht ein paar Bären. Die müssen ja langsam echt mal weg. Ich fürchte, ich habe beim Nachstellen den Blaufehler da oben vom letzten Mal nicht aufgehoben. Ich habe die zumindest gerade bei einem Testlauf gesehen. Also Testlauf im Sinne von, ich bin kurz hinter das Piratenlager gerannt. Da war ja diese Höhle, wo ein Schattenläufer drin war. Um zu schauen, ob der wieder da ist oder irgendwas Neues da ist. Aber da ist nichts. Und nicht da ist das habe ich deswegen zum Testlauf erklärt, weil da nichts war und ich das euch dann sparen wollte. Weil es ja eh nichts gebracht hat. So, was haben wir hier? Noch mehr Drachensnapper. Oh mein Gott. So, 19. 2 wären 29. Nochmal 2 macht 39. Nochmal 2 macht 49. Dann brauche ich noch 300 Lebenspunkte. Heilung der Besessenheit will ich mal lieber aufheben. Machen wir das mal so. 150. 200. 250. 300. Und dann Mana-technisch. Machen wir es mal so. Das sollte reichen. So, wie viele haben wir hier? Nur einen Drachensnapper. Hey! Der dritte hat ihn nicht getroffen. Finde ich nicht gut. Das finde ich gar nicht gut, sowas. Wenn da einfach der nicht trifft. Habe ich mich verzählt oder hat er mich angehauen für 10 Schaden? Jedenfalls haben wir da gerade 10 Lebenspunkte. Das ist witzig. Hä, wie habe ich das gerade gemacht? Oder geht es nur, wenn ich... Ah, das geht aber tatsächlich nur, wenn ich... Ah, ist ja witzig. Okay, seht ihr, ich laufe. Aber sobald ich meine Magie in die Hand nehme, funktioniert das nicht mehr mit der First-Person-Perspective. Oder keine Ahnung, wie das heißt. Okay, ich mach die mal wieder. Okay, ist jetzt standardmäßig an, okay. Bis ich den Zauber wieder anziehe. Ich kann es ja einfach wieder ausschalten. Mit I macht man das. Mit I. Wahrscheinlich heißt das dann sowas wie Inner oder so. Innere Perspektive. Innenansicht. Ja gut. Also, hier oben war ich noch nicht gerade. Und... Ja, was haben wir hier? Och, ein Drachensnapper. Ist es nur einer? Sieht so aus, ja. 1, 2, 3. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen, wie immer. Okay. Ich brauche aber wieder Mana. Nämlich 130. Das heißt, diesmal kann ich das hier machen. Da fehlen mir noch 5. Und... Wo fährt der noch gleich hin? Ich glaube rüber zum Sumpf, ne? Ja, genau, zum Sumpf. Ich schaue hier mal eben schnell rein, ob es hier was gibt. Gegnertechnisch in der Haupthöhle. Ah, guck mal einer an. Minecrawler Warriors. Die schaffe ich doch mit links. Und mit links meine ich mit meiner Waffe. Für die brauche ich doch keine Magie. Da muss ich keine Mana verschwenden. Und nicht nur für den Warrior brauche ich Magie. Nicht zu plündern. Das ist eigentlich ziemlich traurig, wie schwach die mittlerweile sind. Ich überlege, wie viel Problem ich da am Anfang hatte mit denen. Oh, da ist ein Troll. Okay, dem soll ich vielleicht nicht zu nahe kommen. Na, komm her. Diese Minecrawler sehen so ein bisschen aus wie Riesenameisen, ne? Fällt mir gerade so auf. Finde ich gut. Ich mag Ameisen. Da prügelt ein Troll auf einen Minecrawler ein. Okay.
sind 180 Erfahrungspunkte weniger für mich. Naja, was soll's, damit kann ich glaube ich leben. Okay, gut, wie gesagt, mit dem Troll lege ich mich jetzt noch nicht an. Da muss ich auf jeden Fall ein Monster schrumpfen können. Ich könnte aber den Crawler erwischen von hier. Hier war das, ich lege mich nicht mit dem Troll an. Hier, haha. Gut, so viel dazu. Die Idee war gut. Aber meine Arme waren zu kurz. Oder so. Aber gut, hier sollte er nicht reinkommen. Ja, genau, hier kommt er nicht rein. Das war so mein Gedanke, warum ich hierher gerannt bin. Gibt's hier noch Dunkelpilze? Nee, oder? Das war ja witzig. Habe ich die Truhen jetzt schon alle durch? Ich hatte mal zwischendurch Dietrichmangel. Vielleicht habe ich ja hier eine Truhe nicht geöffnet. Nee, alles offen. Alles offen. Gut, wobei ich muss sagen, ich habe dem Troll schon erstaunlich viel Schaden gerade gemacht. Ich weiß allerdings, also andersrum. Der Troll hat erstaunlich viel Schaden genommen. Dafür, dass ich glaube, dass ich ihm so wenig anhaben kann. Aber ich weiß natürlich nicht, wie viel Schaden der Minecrawler ihm gemacht hat und wie viel mir tatsächlich selber kann. Von daher, ich glaube, ich probiere es mal gleich aus, aber ich will auf jeden Fall zuerst den Minecrawler anlegen. So, jetzt brauche ich noch... keine Ahnung. 125 Mana, perfekt. Perfekt. Und Leben ist eigentlich kaum der Rede wert. Das kriege ich, glaube ich, mit Bären sogar hin. Aber ich glaube, es waren 60. Bei 60 hätte ich vielleicht Fleisch essen sollen. Damit es auch mal wegkommt. Naja, was soll's. So, noch zwei. Hey, noch drei Bären übrig. Noch drei Bären. So, dann schauen wir doch mal. Wie viel Schaden mache ich denn dem Troll? Keinen. Ja, null, um genau zu sein. Ich habe den Troll genau gar keinen Schaden mit meinem Blitzschlag. Und das ist mein, wenn mich nicht alles täuscht, stärkster Zauber. Das Problem ist also, Trolle haben wie Dämonen auch und Drachen eine sehr hohe Magieresistenz. Und deswegen kann ich denen nicht wirklich was anhaben. So, ich überlege gerade, durch den Canyon war ich ja eigentlich durch. Von daher könnte ich ja jetzt eigentlich den Sumpf machen. Zumindest sehe ich keinen Grund, warum ich das nicht tun sollte. Und nicht tun könnte. Oh, ein Feuerteufel. Kurze Frage, kriege ich die mit dem Blitz? Ja! Da ist nichts. Tatsächlich kriege ich die mit 4 Blitzen umgelegt. Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. Wow. War gerade wirklich ein Experiment. Vielleicht hätte ich vorher speichern sollen. Vielleicht. Naja, ging auch so. Okay, was haben wir hier? Ein bisschen Gold. Sehr schön. Ich war nämlich schon mal in der Höhle. Bin euch erinnert. Und hab's aber nicht geschafft, hier durchzukommen. Ein Steinbrecher. Okay. Ganz viel Butlerfleisch. Eine Spruchrolle. Und noch eine Spruchrolle. Sehr schön. Dunkelpilz. Yeah, Dunkelpilz. Wenn auch nur einer. Ein einziger Dunkelpilz. Ist egal. Finde ich gut. Dunkelpilze kann ich immer gebrauchen. Nein, zwei Dunkelpilze. Yay. Ist der da einer? Nee, der ist nicht zum Essen. Schade. Was ist das? Keine Ahnung. Dunkler Fleck. Gut. Aber, zwei Dinge. Erstens, ich bin hier gleich im Banditengebiet. Das heißt, ich ziehe hier auf jeden Fall die Rüstung von Raven's Guard an. Zweitens, habe ich diese Truhe geöffnet? Ja, habe ich. Und drittens, ja, eigentlich ist die Folge gleich zu Ende. So von der Länge her sind wir jetzt bei 19 Minuten. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig. Sumpfgastrone. Na komm. Zack. Bumm. Sehr schön. Sumpfgastrone. Ach ja, ich war schon so lange nicht mehr hier im Sumpf. Ich freue mich ja schon so ein bisschen drauf, ehrlich gesagt. Vielleicht nochmal kurz bei den Banditen werde ich reinschnuppern. Mal schauen, ob ich da vielleicht noch irgendwas erledigen kann.
Vielleicht gibt es noch die eine oder andere Quest. Ansonsten. Da ist nichts zu holen. Ich glaube, den Sumpf habe ich schon relativ gut erforscht. sagte ich und finde plötzlich einen Trank hinter der Ecke. Okay, vielleicht auch nicht. Aber es gibt natürlich, wie gesagt, neue Gegner durch. Ich war seit zwei Kapiteln nicht mehr hier. Dadurch gibt es hier ganz viele neue Gegner. Die werde ich alle umlegen. Und vielleicht gibt es dann noch die eine oder andere Quest, die ich erledigen kann. Bei den Banditen. Gut, aber hier scheint mir erstmal alles friedlich zu sein. Das heißt, ich kann hier ein Stück weiter gehen Richtung Wasser. Und dann mal schauen, ob es hier nicht irgendwo so ein Pfeil gibt. Damit ich vielleicht endlich mal noch einen Level krieg und Monster schrumpfen lernen kann. Das wäre schon gut. Das wäre, glaube ich, mit Abstand der mächtigste Zauber dann. Noch stärker als mein Blitzschlag oder Eisblock oder beides in Kombination. Wie dem auch sei. Wie gesagt, die Folge ist schon zu lang und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal, wenn ich hier den Sumpf und das Banditenlager durchstreife. Zum letzten Mal in diesem Let's Play, um alles endgültig nochmal zu erledigen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, auf Wiedersehen.